Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf diesem Kanal, nämlich zu Mario Kart Wii. Jawohl, wir spielen den Klassiker, wenn man so will, also einen der Klassiker mittlerweile, nämlich den Wii-Teil, mein zweitliebstes Mario Kart. Und ja, bis heute eigentlich, gefühlt nach Mario Kart 8 Deluxe das frustrierendste Mario Kart oder furioseste, wenn man so sagen kann. Aber das liegt halt nur daran, weil Mario Kart 8 Deluxe ja vor einiger Zeit ja ein Item Balancing Update bekommen hat, wodurch man halt für das jeweilige Rennen aussuchen kann, was da für Items vorkommen. Wodurch das halt ja allein auch im Online-Modus viel chaoshafter ist als hier, wie ich finde, was die Items so angeht. Deswegen ich das da noch viel schlimmer finde, ist hier, was die Items so betrifft. Aber auch dieser Teil hier ist natürlich auch frustrierend. Also er kann frustrierend sein. Ja, für dieses LP habe ich geplant, dass wir alle Cups im Grand Prix spielen, nämlich immer 150 CCM. Und ja, das sind wir dann einfach so durch. Und später werden wir dann noch den Spiegelmodus machen. Also wenn ihr natürlich auch Bock drauf habt, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Und ja, wir werden natürlich dann auch immer so ein paar Themen reden und so, ne? Und so weiter und so fort. Ja, das Spiel kam, glaube ich, 2008 raus. Also hat schon so einige Jahre auf dem Buckel. Und ist ja eigentlich eins der meistverkauftesten Videospiele aller Zeiten. Ja, das hat echt unglaublich viele Rekordzahlen. Mehrere Millionen Verkäufe. Das ist echt unglaublich. Das einzige Mario Kart, was bisher nur dran kam, ist Mario Kart 8 Deluxe natürlich, ne? Aber gut, wir sind ja im Wii-Teil. Und ich würde mal sagen, wir beginnen mit Luigi. Und mit dem Nostalgia 1. Und spielen natürlich auf manuell. Mit Nunchuck werde ich allerdings nicht spielen, weil ich da nämlich schon mal einen Test gemacht habe und der hat leider von der Lenkung her nicht immer reagiert, weswegen ich das ja klassisch spielen muss. Und ich würde mal sagen, wir beginnen mit dem Pilzcup. Passenderweise dazu kommt, es ist auch die Luigi-Piste, die in meinen Augen leider die langweiligste Strecke in dem Spiel ist. Ja, die hat das nicht besonders viel zu bieten, aber ah ja, da muss man eben durch, ne? Ich versuche natürlich, ja, mein Bestes zu geben, dass wir auf dem Treppchen da landen, auf dem Siegertreppchen. Mal gucken, ob uns das hier gelingt. Ja, weiß ich nicht. Und ja, der eine oder andere wundert sich jetzt, warum bringt er auf einmal Mario Kart Let's Play raus? Die Sache ist halt die. Es war eigentlich. Lol. Okay. Ja, nicht mal 10 Sekunden. Kommt so das Chaos. Das Ding ist halt, es war eigentlich erst 100 Abo-Special geplant, aber es ist halt ein bisschen vergessen gegangen. Ja, bei mir. Und jetzt hole ich das halt dann, ja, jetzt nach damit. Und ja. Ich finde, das Display kann man auch ganz gut abarbeiten. Ah, scheiße. Yo, was ist denn hier los? Ich hätte gerade von jeder Scheiße getroffen. Ich werde das nämlich auch so machen, weil man das Let's Play auch sehr schnell ja, abhaken kann. Es werden jeden Tag 2 Folgen kommen. Das heißt, jeden Tag 2 Cups. Da wir 8 Cups haben, ja, wird das Ganze in 4 Tagen dann quasi fertig sein. Ne? Das ist heute, kommt der Pilz-Cup und der Feuerblumen-Cup. Morgen der Stern und der Special-Cup und ja. Danach die, ja, die anderen Cups halt. Natürlich 2 pro Tag, ist ja klar. Und ja, später machen wir dann noch den Spiegelcup und es wird dann noch was anderes kommen, wozu ich jetzt aber jetzt noch nichts sagen werde. Das sehe ich dann später. Oh, und bisher klappt das einigermaßen gut, würde ich mal sagen, ne? Oder, oder? Ja, okay, sehr schön. Wir sind doch noch Erster geworden. Ja. Also für die erste, also die erste Runde ging ja ganz schön ab, du. Muss ich mal sagen. Ja, also wie gesagt, es wird jeden, also jeden Tag werden 2 Folgen kommen.
Das heißt, wir haben das quasi bis Mittwoch abgehakt. Ungefähr. Ja, und den Spiegelmodus, den machen wir dann irgendwann danach. Vielleicht auch direkt danach, das weiß ich noch nicht. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr wirklich dazu Bock habt, aber ich denke mal ja. Aber es wird noch was anderes kommen, aber das ist, ja, das werdet ihr erst nächste Woche sehen. Gut. Ja, Luigis Piste war ganz nett, aber ist auch nichts Besonderes. Ist halt leider eine, ja, recht langweilige Strecke, ne? Die Strecke ist schon ein bisschen besser. Die Kumu-Weide, die gibt's auch in Mario Kart 8 Deluxe. Und die sieht ja echt um einiges schöner aus, aber auch hier sieht die echt gut aus. Also für Wii-Verhältnisse echt klasse. Ja, dann haben wir schon mal das Wesentliche, glaube ich, schon mal geklärt. Ne? Dass es ein 100-Abo-Special ist und so weiter. Ja, und Amnesia wird auch bald kommen. Jetzt nächste Woche. Es ist geplant. Für die Leute, die fragen, wann wird Amnesia endlich weitergehen. Ja, nächste Woche. So, hier kommen wir schon abgekürzt mit dem Pilz. Wunderbar. Und ja. Wie gesagt, Amnesia nächste Woche. Jetzt erstmal Mario Kart Wii. Dann haben wir das 100 Abo Special dann auch abgehakt. Ja, aber warum auch nicht, ne? Wir haben jetzt auch schon länger kein Mario Kart mehr gehabt. Ja, ich weiß, ich habe die neue Capture Card immer noch nicht, aber ich finde, Mario Kart auf der jetzigen Capture Card, die ich habe, geht einigermaßen. Bei Jump'n'Runs wie New Super Mario Bros. Oder so, das ist dann schon ein bisschen schwieriger, wie ich finde. Ja. Aber hier bei Mario Kart geht das eigentlich noch einigermaßen klar, wie ich finde. Oh lol, ich habe noch das Item bekommen, krass. Ah, scheiße. ja, wollen wir mal so ein bisschen generell mal über das Spiel mal so reden. Ja, Mario Kart 8 kam ja, glaube ich, 2008 raus, ne? Also hat schon so einige Jahre auf dem Buckel und es hat auch natürlich die eine oder andere Neuerung mit reingebracht. Zum Beispiel die Bikes, ne? Die ja natürlich ein bisschen overpowered sind, das wissen wir ja. Die werden wir natürlich auch mal nehmen in den nächsten Parts. Und natürlich auch neue Items, wie zum Beispiel die Wolke. Ja, die wie der Blitz ist, nur dass halt ein einzelner Spieler davon verkleinert wird. Und keiner mag die Wolke natürlich. Den Powerblock gibt es noch. Der natürlich so ein App-Beam auslöst, was wir auch schon gesehen haben. Den Mega-Mushroom, den ich ziemlich geil finde, wodurch man halt größer wird. Das ist so ein Item, was ich mir ehrlich gesagt jetzt zurückwünsche. Und ja, die Fake-Item-Box ist natürlich auch wieder am Start, ne? Die gab es ja auch schon in Mario Kart 64, soweit ich weiß. Ja. Wobei man die eigentlich auch wieder zurückbringen könnte, in meinen Augen. Ja, bis auf die Wolke, die braucht man, ehrlich gesagt, nicht noch einmal. Bin ich ganz ehrlich, ne? Aber gut. Ja, natürlich viele geile neue Strecken. Es gibt ja allerdings auch zwei, drei Strecken, die ich in dem Spiel überhaupt nicht mag, aber die sehen wir erst später. Diese Strecke allerdings hier, das ist eine meiner Favorites und auch allgemein eine der besten oder beliebtesten Strecken überhaupt in dem Mario Kart Franchise. Kein Wunder, warum die auch in Mario Kart 8 Deluxe wieder zurückgebracht wurde. Was es auch zum nächsten Thema bringt. Das momentan auch heiß diskutiert wird. Also, ich glaube, es ist auch im amerikanischen Raum viel mehr. Lol. den Booster-Streckenpass von Mario Kart 8 Deluxe, ne? Das sind ja schon. Also, Mario Kart 8 Deluxe hat jetzt schon die Hälfte aller Wii-Strecken. Also. Ah, scheiße. Ja, jetzt haben wir die Wolke. Ne, jetzt haben wir sie doch nicht mehr. Ja, die hat uns kleiner gemacht. Die meinte ich. Oh shit. Ja, hier bei der Strecke müssen wir aufpassen, dass sie nicht runterfallen. Besonders ein Blitz kann das richtig schädigen. Dann sind wir quasi am Arsch. Aber da fallen auch fast alle Teilnehmer hier runter. Das ist voll krass manchmal. Mario Kart 8 Deluxe hat er auch mit dem Streckenpass ja auch viele weitere Wii-Strecken mit dazu bekommen. Unter anderem auch die hier vor einiger Zeit. Jetzt wurde auch Daisy's Piste ja angekündigt, ne? Und ich finde es war schön und gut, dass ja diese Strecke auch jetzt mit bei ist, aber warum nicht eine andere, die ein Remake verdient hätte, nämlich Toads Fabrik. Und die Strecke kommt nämlich gleich.
Und Torsfabrik ist in meinen Augen eine einmalige Strecke bisher. Oh, scheiße. Jetzt bin ich runtergefallen. Ja, lol. Ja, passiert mal halt, ne? Also Torsfabrik ist halt in meinen Augen eine einmalige Strecke, weil es, glaube ich, bisher die einzige Mario Kart Strecke ist, die... Ja, in einer wo man in einer Fabrik fährt. Das ist die einzige Fabrikstrecke, die mir so einfällt, ne? Und die hat bis heute kein einziges Mal ein Remake bekommen. Nicht mal im 7. Teil und auch nicht im 8. Nicht mal in Tour oder so, ne? Also die hätte offenbar ein Remake verdient in meinen Augen. Aber sieht, glaube ich, bisher schlecht aus. Ob es die jemals wieder geben wird, ich weiß es nicht. Also momentan sieht das wirklich schlecht danach aus. Und was auch schlecht aussieht, unsere Platzierung, ob wir überhaupt noch aufhören können. Ich bin mir da jetzt echt nicht so sicher. Wenn wir... Oh, wir haben eine Rakete, geil. Okay, wir können doch noch aufholen. Immerhin. Ja. Das heißt nicht das Gelbe vom Ei, aber... Ich sag mal so, ich habe mein Bestes gegeben, ne? Aber momentan sind wir noch auf der 1. Ich hoffe, das bleibt so. Mit Funky Kong wird es aber eng. Wir müssen jetzt in der letzten Strecke Gas geben. Nämlich der Toad. Nämlich Toads Fabrik. Aber diese Strecke hat wirklich echt ein Remake verdient. Echt schade, dass die echt in Vergessenheit geraten ist. Weil die hat halt so vielseitige Sachen. Auch die Musik, ne? Die Musik ist echt geil. Ist echt eine meiner Lieblingsstrecken überhaupt. Im gesamten Mario Kart Franchise. Also die Mario Karts, die ich so gespielt habe. Die Musik ist echt geil und generell, hier stimmt einfach alles, ne? Du hast hier ne, diese Fließbänder, wo die Items hergestellt werden. Du darfst dich jetzt nicht zerstampfen lassen von den Dingern hier. Du hast hier diesen Hafen, die anderen Fließbänder da drin. Und du hast diese Bagger und alles mit dem Schlamm. Also echt eine vielseitige Strecke. Und das ist halt wirklich die einzige Fabrikstrecke, die es gibt. Ja? Also die hat offenbar ein Remake in meinen Augen mehr als verdient. Aber ja... Ich weiß nicht, wie seht ihr es? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, während ich hier... Alter Schwede. Hier, nimm mal meine Wolke. Alter, hier passiert gerade echt nur das Chaos. Ah, scheiße. Holy shit. Oh mein Gott. Ja. Also man sieht schon, die Strecke ist echt vielseitig. Also die hat wirklich ein Remake verdient, auf jeden Fall. Die ist generell sehr, sehr beliebt, aber... Ja, wir müssen mal abwarten, ne, was Nintendo dann noch so zaubern könnte. Einfach mal abwarten, ne. Aber ich glaube, es wird eine andere Wii-Strecke sein, die wahrscheinlich noch kommen wird. Und ich glaube, ich weiß auch schon welche, aber mal abwarten, wir wissen es ja noch nicht genau, ne. Ist ja nur Daisy's Piste von den neuen. Oh geil, ich habe einen Pilz, ich kann dann einfach hier durchdüsen. Ja, na gut, nicht ganz, aber ein bisschen, ne? Wir müssen offenbar vor Funky Kong sein. Wow, war das knapp. Also, wie gesagt, die Strecke, die wünsche ich mir offenbar dringend zurück. Ich weiß nicht, wie es ihr seht. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, welche Strecke ihr zum Beispiel noch gerne in Mario Kart 8 Deluxe sehen wollt, die euch so fehlt. Oder schreibt mal generell in die Kommentare, was eure Lieblingsstrecken sind und was eure Hassstrecken sind. Im Mario Kart Universum, das würde mich mal interessieren. Ja. Das wäre wirklich interessant. Könnt ihr ruhig gerne mal in die Kommentare schreiben. So, okay. Ja, dann wollen wir ganz gemütlich ins Ziel reindüsen. Ja. Und sind natürlich Erster. Sehr schön. Ja. Hatten bisher keine großen Probleme gehabt. Ja gut, bei Pitchlock war es eine andere Sache, aber gut. Wir haben gewonnen. Ja, der Pit Cup ist an sich ja nie schwer, ne? Aber war dennoch ganz gut. Jetzt kommt natürlich die Siegerehrung. Mal gucken, was wir für eine Bewertung bekommen, ne? Sterne, Buchstaben, das wissen wir nicht. Ja, aber fürs... Das erste Rennen war es, glaube ich, schon ganz gut. Ja, wenn es euch natürlich gefällt, lasst ruhig gerne ein Abo, einen Daumen nach oben da oder auch einen Kommentar, würde mich sehr freuen.
wenn das euch hier gefällt. Ich mache natürlich auch noch andere Let's Plays, so wie Sons of the Forest aktuell. Ist ja klar, ne? Aber so Nintendo, ja, ist eigentlich erstmal nur Mario Kart geplant. Was Weiteres wird ja jetzt erstmal nicht kommen. Wahrscheinlich erst, wenn ich die neue Capture-Karte habe. Und das wird wahrscheinlich erst, ja, das wird irgendwann nächstes Jahr erst sein. Das wird noch dauern. Aber wir können es erstmal mit Mario Kart Wii zufrieden geben. Und ich würde mal sagen, der erste Part war schon mal ganz gut, ne? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn es heißt, der Feuerblumen-Cup steht an. Und da sind schon coole Strecken mit bei. Das ist auch meine absolute Lieblingsstrecke of all time. Ja, aber das sehen wir erst im nächsten Part, der nachher kommt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns mal wieder. Bis dann und ciao.